Karl wuchs teilweise hier in Leipzig auf, besuchte hier teilweise die Schule, aber er war auch in dem väterlichen Gut, was heute Gundorf bei Leipzig ist, zu Hause. Dann sind wirklich die Industriebetriebe, von denen Heine zunächst nur geträumt hat, tatsächlich gekommen. Lustig ist, dass man auch versucht hat, hier in Plachwitz Hopfen anzubauen. Gerade die Schifffahrtsverbindung, also fand ich auch ganz genial. Dann ist dieser Karl Heine gekommen und hat das innerhalb von 20 Jahren eben einfach komplett mit Beton übergießen lassen. Also wenn man hier irgendwo einen Obstbaum pflanzen will, stößt man unweigerlich auf Schienen. Und das ist aus heutiger Sicht der Einstieg gewesen und wirklich hervorragend. Also es wäre mehr ein Mann der Vision als ein Mann, der Glück hatte. Er konnte schon, er hat ja auch seinen Doktor Jur gemacht, aber er hat nicht in diesen Kreisen, wo nachher die Erdbürgerschaft verliehen wurde. Das hat er vielleicht nicht gemacht. Da bin ich in das Haus rein und das war hochinteressant. Und ich habe immer geguckt, wo sind denn die Bilder, von denen meine Mutter redete. Also es findet sich kein Tagebuch, es findet sich keine private Korrespondenz. Und das lassen doch die Gewässer nicht zu. Wir können uns einfach nicht mit Mecklenburg oder Berlin vergleichen. Damit ist eigentlich die Tragik der Familie, zwei Söhne gehabt, aber sie ist durch den Tod beider Söhne 1889 im Mannestand erloschen.